Ich glaube, Kürbisse kann man nicht so wirklich züchten, was ich da so gelesen habe. Hallo, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Under the Dome. Ja, hier sind neuerdings auch ein Schwein drin und ein paar Kühe natürlich. Scheinbar hat keiner gespielt, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Jedenfalls wäre hier sonst relativ mehr los, wahrscheinlich. Würde ich schätzen, so spontan. Aber wer weiß das schon? Die Kühe werden zumindest erwachsen, hätte jemand gespielt. Aber eigentlich muss jemand gespielt haben, weil es haben vorhin so viele geschrieben: Aufnahme, dies, das, Aufnahme. Also gespielt haben die auf jeden Fall. Da hinten läuft ein Schwein. Warum ist hier so hell? Egal, da vorne ist ein Skelett. Mal eben weggeklatscht und mir Level 28 geholt. Hole ich das Schwein da vorne auch noch schnell. Ist da ein Kürbis? Sehe ich da einen Kürbis? Oh, ich habe einen Kürbis. Zwei Dings gesehen. Sehr nice. Zwei Kürbisse. Kann man die wieder anpflanzen? Oh, das wäre perfekt für meinen Garten. Alter, ich guck mal, ob man die wieder anpflanzen kann. Das wäre echt geil. Muss ich einfach mal so offen gestehen. Hier geht's lang. Oh, jetzt kann er nicht mehr rennen, weil er nichts gegessen hat die ganze Zeit. So, jetzt aber wieder. Zack. Hier haben ja die Creeper alles weggesprengt, habt ihr gesehen, ne? Mann, 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 war hier was los? Schon nicht schlecht. So, gehen wir mal hier runter. Dum-dum-dum. Nehmen wir eine Hacke. Welche nehmen wir da? Das ist die mit Glück, ja. Nehmen wir einfach die Haltbarkeitshacke. Dann gehen wir hier durch. Das hat jemand abgeerntet, oder? Nee, ich habe das zuletzt abgeerntet. Schon gut. Schon gut. Ich dachte aber kurz, das hat jemand abgeerntet. Zack. Eigentlich braucht man für Kürbis ja gar nicht so viel. Aber können Kürbisse überhaupt wachsen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich frage mal kurz, wo habe ich denn hier? Ich habe mir nämlich so eine coole Handy-App runtergeladen. Die nennt sich, werde ich dir gleich erzählen. Wie nennt die sich? Weiß ich gerade echt nicht aus dem Kopf. Die nennt sich Clever Book for Minecraft. Und da findet man alles drin, was man so braucht. Und jetzt gehe ich einfach mal auf Blöcke und Items, auf Suche, gebe ein Kürbis und gucke, wie ich Kürbiskerne kriege. Weil man braucht Kürbiskerne. Nein. Kürbiskerne. Kürbispflanzen. Nein. Aha. Ich glaube, Kürbisse kann man nicht so wirklich züchten, was ich da so gelesen habe. Von daher lassen wir das erstmal noch. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man das doch kann. Dann werde ich das vielleicht doch tun. Außer natürlich jemand von Team Grün oder so schreibt da rein. Dann werde ich denken, wird er recht haben? Ich glaube nicht. Das ist halt immer so ein Zwiespalt dann, ne? Wenn natürlich einer vom gegnerischen Team da was behauptet. Meistens haben die nicht so wirklich recht. Pflasterstein packe ich mal hier weg. Kürbis nehme ich mal mit. Rindfleisch und Schweinefleisch gehe ich mal braten. Schwarzpulver und das weg. Zack, gehen wir mal hoch, braten kurz.
Braten, braten, braten. Hier haben wir noch Ofenkartoffeln drin, sehe ich gerade. Zack, hier auch noch. Also Ofenkartoffeln haben wir erstmal genug. Hier haben wir, glaube ich, sogar auch noch welche. Wenn dann hier unten. Ja, hier haben wir schon ein Stack Ofenkartoffeln. Haben wir jetzt hier noch ein paar 56 Weizen. Können wir mal eben die Dings füttern gehen. Die Kühe. Und das Schwein. Mal gespannt, was dabei rumkommt. Mann, der Schwein oder so. Hallo, meine Freunde. Hallo. Hallo, Bruder auch. Ja, zack. Willst du kein Dings? Nein, okay. Dann kriegst du auch keins. So, wir gehen mal kurz zum Verzauberungstisch. Gucken mal, ob das was bringt. Und mit dem unsere Level... Oh! Fuck! Eichenholzbretter brauche ich. Fuck, fuck, fuck. Okay. Das habe ich hier komplett weggesprengt. Mann, bin ich nice. Wo war das hier so ungefähr, ne? Oh, da habe ich nur zwei. Ja, da muss ich mal ein paar neue holen, würde ich sagen. Habe ich die Axt dabei? Jawohl. Welches Holz ist das, was ich hier hole? Tropenholz, okay. Ich brauche aber auch Eichenholz. Wo finde ich das? Das hier Eichenholz? Birkenholz? Nein. Das hier vielleicht? Ach, falsche Ding. Ne, das ist auch Tropenholz, ne? Ja, ein Tropenholz geht hoch. Oh Mann, wo habe ich denn hier Eichenholz? Stirb, Zombie. Das war relativ einfach, den zum Sterben zu bringen. Egal, machen wir das mit dem anderen Holz, das fällt bestimmt nicht auf. Da haben wir jetzt auch genug von, gehen wir mal schnell runter. Oh ja, Zombie, hallo. Ha, Zombie, ausgetrickst. Zack. So, das hätten wir. Ging jetzt, glaube ich, hoch zu Manus Bude. Und da gehen wir jetzt nicht lang. Einfach weil ich hier nur schnell das Haus reparieren will. Eigentlich wollte ich nur zum Verzauberungstisch. Das war's dann wohl nicht. gehen wir mal. Wie viel brauchen wir denn da? Hier ein Stack. Ach, ein Stack, sag ich schon. Ja, wir packen einfach mal rein und holen dann was raus. Und dann wird es, denke ich, reichen auf jeden Fall. So ganz unauffällig. Auf einmal hatte er anderen Boden. Hat er hier vielleicht noch Holz? Nein, hier. Nein, hier. Drei, aber mit drei komme ich auch nicht wirklich weit. Und auch sonst hat er kein Eichenholz, hat er fünf, aber naja. Machen wir einfach so, sieht auch schön aus. Dim, dim. Hier war mal Glas, aber keine Ahnung. Glas habe ich jetzt nicht dabei. Ich wollte zum Verzauberungstisch, der hier ist. Und ich wollte mal gucken, was ich auf meine Dia-Spitzhacke so krieg. 24 Level. Glück 2, Haltbarkeit 3, Effizienz 3. Das habe ich, glaube ich, schon mal. Ja, das ist genau dieselbe. Sehr nice. Oh Mann, oh Mann. Kann ich hier noch Schwert irgendwas draufpacken? Nee, geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch. Jetzt habe ich zweimal dieselbe Spitzhacke. Ja, sehr nice. Oder auch nicht so nice. Oder sehr, sehr nice. Warum steht die Kuh da draußen? Hallo Kuh. Komm mal mit.
Komm, 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 komm. Komm, 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 noch ein Stück. Hier hin. Ah, die will nicht rein. Also töte ich sie. Oh. So. Ihr kriegt aber alle noch ein bisschen was zu essen hier. Damit ihr mal groß und stark werdet, ne? Wollt ihr kein Essen? Nein, die wollen kein Essen. Dann kriegen sie halt auch keins. Wer nicht will, der hat schon, sage ich immer. Hier holen wir mal das Steak raus. Hier holen wir das Schweinefleisch raus. Das bringen wir dann auch. Zumindest das Schweinefleisch bringen wir dann auch hier unten in unsere Essenskiste. Zack. Hier haben wir noch rohes Rindfleisch. Das machen wir auch mal schnell noch. Wie der flotte Karotte hier alles heutzutage. Zack, zwei. Zack, eins. Und ja, mit dem Kürbis müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ein Kürbis habe ich hier sonst bei keinem gesehen bisher. Oder hatten die welche? Ne, ich meine, die hatten Melonen en masse, aber kein Kürbis. Von daher, ja, keine Ahnung. Kürbis hatten sie nicht. Mal mein Feld angucken, ob ich wieder irgendwas abbauen kann. Ja, hier ein bisschen was. Zack. Zack. Hier ein paar Kartoffelkäs. Habe ich die jetzt gekriegt? Ja, ich glaube schon. Hier auch ein paar. Zack. Hier auch ein paar. Hier auch ein paar. Kartoffelkäs, Kartoffelkäs, Kartoffelkäs. Karotten. Noch mehr Karotten. Zack. Karotten hätten wir auch abgebaut. Dann bauen wir das auch wieder alles an, ne? Wie es sich gehört. Zack, 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 zack. Fangen wir mit den Karotten an natürlich. So viele Karotten haben wir da jetzt rausgekriegt. Wir haben noch nur 5, 6 Felder abgebaut. Oh Mann, oh Mann. War hier noch Karotten? Ja, hier waren glaube ich noch Karotten. Ja, das sieht sich ähnlich. Und das sieht genauso aus, von daher keine Ahnung. Zack, zack. Zack. Und dann hier zweimal. Zack und zack. Dann hätten wir das auch wieder. Hier bringen wir die Karotten hin. Kartoffelkäse nehmen wir mal kurz mit nach oben hier. Dum, dum, dum. Die Kartoffelkäse bringen wir hier hin, die Hälfte. Und die andere Hälfte hier hin. Und ich würde sagen, das soll es dann von der heutigen Folge Minecraft, also Under the Dome, gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis morgen, haut rein, ciao!